Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. Beim letzten Mal haben wir bei dem größten Cliffhanger der Welt aufgehört und wir scheinen hier aber auch eingesperrt zu sein. Oh, aber wir kommen hier mit ganz easy raus. Und bam! Okay. Bam! Ja, wunderbar! Glaube, Laser ist doch nicht so freundlich, wie ich dachte. Aber das erstmal ein anderes Thema. Ich muss jetzt erstmal hier versuchen zu escapen. Da komme ich hoch. Strong. Also, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, oh mein Gott, schaut euch das auf jeden Fall an. Wir sind im Gefängnis, wortwörtlich. Okay, Katze im Gefängnis. Das auch. Jetzt. Keine Ahnung. Vielleicht auf der Seite drüben. Ah ja, guck, schau euch das an. Hier können wir jetzt runter. Auf die Fässer. Kamerafahrt des Todes. Und wir gehen durch. Also wenn ich das richtig einschätze, dieses Gefängnis willst du wirklich. Auch Drohnen, was nicht. Hier kann ich auch hoch und auch. Kann ich schon rüber? Nein, ich muss jetzt Balken hier und dann hoch. Ja. Oh, 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 schlecht, schlecht. Ich sag, wenn er sich wegdreht, ist doch meist der richtige Zeitpunkt, oder nicht? Und dann verstecke ich mich hier. Und steppe direkt weiter. Ich gesse mal nach oben. Hier oben ist richtig, aber... Ach so! Hier geht's doch weiter. Hier geht's nicht weiter. Ah, aber hier. Hoch, bevor dieses Ding wiederkommt. Guten Tag. Bitte, bitte, hilf mir hier raus. Guck mal da drüben, da sind die Schlüssel. Wenn du sie mir bringst, wir wären die allerbestesten Freunde. Das ist gar kein Thema. Ich bin gerne mit random Menschen allerbesteste Freunde. Komm da aber nicht hin. Komm da hin. Aber das heißt, für mich hier oben muss irgendwo weitergehen. Ich komm da vielleicht doch nicht hin. Weil hier könnte aber ein Clou drin sein, der mir hilft. Ja. Das ist ein sehr schönes Gefängnis. Ich hab die Keys. Ich komme zurück, Kollege. Bin wieder unterwegs. Muss scheinen. Aber du musst leise sein. Die driftende Katze. Ja. Mag sich, wenn Leute dazu. Ich will mal in deine Zelle trotzdem reingucken. Hier gibt's aber. Ihr habt nicht mal Matratze. Du hast nicht mal eine Matratze? Ja, Setch. Komm mit. Oh mein Gott. Du hast den Schlüssel, du kannst ja alles aufmachen. Kollege, wir sind die bestesten Freunde. Das ist eine sehr sus Stelle, da möchte ich, dass du vorgehst. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Du schaffst das. Bis jetzt aber noch nicht krass Auffälliges hier passiert. Du sagst, hier runter müssen wir? Nein? Oh Gott, eine Cutscene.
What? Als ob. Niemals. Er tut mir wirklich, wirklich leid. Ja. Der Arme. Aber wir retten ihn zusammen, denn wir sind die neun bestesten Freunde. Iha! Wir steppen hier mal vorsichtig rum. Ich kann hier nur langsam. Oh, das heißt, er muss vorgehen. Ja, für die Cutscene. Okay, wir können durch. Komm, kleine Katze. Ich sag's, wie es ist. Hier fühle ich mich wirklich safe in diesem kleinen Raum. Und hier ab hier dann eigentlich nicht. Hier sind Laser. Oh, über die Vents. Hier wird geschwungen. Wo ist die Drohne hin? Okay, okay, okay. Schwenk wieder. Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, wie es ab hier weitergeht. Ah! Ich glaube, Laser Insta-Death. Auch wenn ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Okay. Hier erstmal drinnen verstecken. Theoretisch kann uns hier in der Kiste kann die uns sehen. Oh, hier ist ein Hebel. Der macht bestimmt was. Der macht bestimmt was. Oh ja. Oh yes. Oh ja. Ja. Muss der jetzt halt noch lebend hinkommen. Aber die Drohnen sind alle abgelehnt. Oh nein, die Drohnen sind in Alarmbereitschaft. Ah, das macht sich besser. Lalala. Oh no. Durch. Nein, da. Oh, bitte, bitte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Atmen, atmen, atmen. Nicht vergessen, Leute. Wir bleiben ganz entspannt. Ist doch gar kein Stress hier. Wir sind unsichtbar. Ey, das ist extrem stressig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so sehr fühlt wie ich. Aber für mich ist das gerade todesstressig. Okay, wir können jetzt hoch. Und wir können auch wieder runter. Frage ist, wo muss ich hin? Ich schätze mal anhand des Levelbaus. Bitte dreh dich in die... Ja? Okay. Fühle ich mich hier sicher eigentlich nicht. Okay, aber hier könnten wir uns zur Not hiden. Deswegen, hier können wir auch, ja, okay. Los! In welcher Welt? Nein, nein, nein. Wo spawn ich wieder? No way. Ich schneide euch das bis zu dem Punkt. Bis gleich. Der dritte Versuch fühlt sich legit ein bisschen besser an. Heißt aber nicht, dass der dritte Versuch jetzt der beste ist. Sache ist, ich glaube, ich muss da vorne durch. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich warte jetzt, bis die Drohne sich nochmal wegdreht. Hinter dir. Die Sache ist, der speichert halt gar nicht zwischen. Und wenn er jetzt wieder umdreht und wieder weggeht. Oh mein Gott. Selbst das hier finde ich schon todesknapp. Komme ich hier durch. Was aber auch nicht heißt, dass ich... Die Sache ist, ihr könnt nicht mehr wegrennen. Weil die schon in Alarmbereitschaft sind, haben wir nicht mehr die Zeit wegzusprinten. Was halt legit nicht gut ist. Wo bin ich hier eigentlich?
Oh, ah, ich weiß, wo ich bin. Wir sind wieder back. Warum auch immer dieser Rucksack auf magische Art und Weise erscheint. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder ins Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Das wusste ich nicht, Guys. Okay. Sorry, ihr könnt mich fronten des Todes von mir aus. Wir müssen einen Weg herausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Ja, safe. Ich bin ja Profi-Hacker, der jetzt aber noch was trinken muss nebenbei. Weil er stirbt gerade. Sorry. Dann wird hier doch mal ganz gediegen durchgesteppt und geguckt, was sich hier befindet. Ja, die Tür scheint nicht aufzugehen. Da kenne ich einen geheimen Trick, und zwar, wenn man Steine. Ich habe jetzt aber nicht eine Droh. Das war eigentlich nicht meine Intention, aber gut. Kannst du mir vielleicht nicht da hochhelfen, rein zufällig? Strong. Weiß nicht, ob das hier so die Lösung ist. Aber wir können auf jeden Fall hier den Hebel drücken und damit unseren Freund hindurchsteppen lassen. I don't know what to do. Diese Wächter, sie versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken, um sie dort einzusperren. Was kann ich? Bin in den Dingern hier unsichtbar. Ist das nicht sogar was, was man mal im Trailer gesehen hat, so eine Szene? Okay, ich hab verstanden. Ich weiß, was ich tun muss, glaube ich. Du siehst ein bisschen kaputt aus. Ja, genau. For real, mach die Tür zu. Boah, ich bin so gut. Ich bin Pro, ich hab studiert. Ja, und da kommt auch Clementine. Guck mich an, krieg ich ein Dankeschön oder so? Nein? Cool. Struggelt der jetzt hier rauszukommen? Oh mein Gott, der kann mich trotzdem sehen. Ach du meine Güte. Ich muss das jetzt nochmal machen. Und hier sind auch noch echte Guards. Also hier steht zumindest ein echter. Nee, du bist kein Guard. Ich habe keine Ahnung, ob ich so darüber soll, hä? Was kann ich denn hier Spannendes erlegen? Ich dachte, dass ich jetzt da hoch kann, auf dieses Haus da, auf dieses Vogelhaus. Scheinbar geht das aber nicht, du musst mir die Tür öffnen. Okay. Frag mich wie.
Nein, warum? Warum? Ach Mann, nein. Ey, wieder alles von vorne? Nur der Teil. Ich weiß vielleicht sogar, wie ich das machen könnte. Es sind ja nur zwei Stück. Ich kann da immer durch. Das wusste ich halt nicht. In dem Moment, wo ich im Radius von beiden bin. Okay. Rüber. Hacken. Schnell, mach die Tür zu. Okay. Wie ein Meister. Okay. Das war tatsächlich schwerer, als es aussieht. Aber die sind jetzt da drinne. Tja, erstmal gefangen, die beiden. Und wir können hier ganz gediegen weitersteppen. Das ist erstmal entspannt. Auch wenn ich es nicht feiere, dass man verlieren kann. Also, nein. Ich meine, dass die Checkpoints. Ich meine, der Checkpoint hier, der war gut. Aber vorher war das halt Müll. So, deswegen. Ja. Wir sind hier in so einem Zwischenraum, so einem Wartebereich. Hier gibt es auch Stühle. Was sehe ich da? Sehe ich da irgendwas? Oh, ich kann da nicht mal durchgucken. Ich kann mir die Gitterstäbe in vollster, krassester Auflösung anschauen. Bleib wachsam. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Okay. Du vielleicht nicht, ich schon. Tschüss. Ist entspannt hier? Ich würde sagen, erstmal schon. Ja, vielleicht aber auch nicht. Das wird sich jetzt gleich herausstellen, was sich hinter dieser sehr, sehr großen Tür befindet. Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus diesem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort öffnen. Aber wir müssen einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns erstmal um. Ich weiß auch noch nicht so ganz, ob ich Fan davon sein soll, diese riesengroße Tür zu durchschreiten. Die sieht mehr so aus, dahinter wartet die ganze Armada. Oh, hier ist ein Baum. Kann ich irgendwas machen? Scheinbar gar nichts. Okay. Bringt nichts. Human personal only. Hier sieht aber niemand human-like aus. Also ich hätte jetzt gesagt als erstes, dass ich versuche irgendwie da rüber zu kommen. Aber das scheint ja scheinbar nicht zu gehen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir hier rüber müssen. Den Zoom-Faktor kann ich nicht verstellen, gell? Findet sich hier gar nichts. Das ist eine Raum. Das ist ein Raum, der in Leere führt. Oh, die Zündschlüssel vom Auto stecken. Ja. Wir haben Glück. Sie haben die Schlüssel in der Tür stecken lassen. Spring auf die Ladefläche des Lasters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Das ist doch grundsätzlich eine gute Idee, sorry. Los jetzt, steig hinten ein. Let's go. Ja, also das Pilönchen, das ist jetzt noch nicht so unser Problem. Diese 2 Zentimeter haben der Katze scheinbar echt, echt geholfen. Ich habe vor dieser Stelle Angst, die war rot. Rot ist immer tot. In jedem Spiel ist rot tot. Ja, wobei, vielleicht nicht. Ich ziehe den Hebel und bin ganz, ganz schnell weg.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist anders als geplant. Oh mein, hör doch auf. Bitte. Hoho. Wir werden es auf keinen Fall alle schaffen, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Im Manifest der Außenwelt steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Also das habe ich so geschrieben. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss. Aber einer von uns muss es tun. Geh jetzt. Ich behalte dich in meinem Erinnerungsspeicher. Er scheint auch kaputt zu sein. Ich vergesse langsam schon Wörter, kleiner Außenweltler. Ich glaube, das ist ein Abschied. Ein Abschied für immer. Geisteskrank, was hier schon wieder passiert. Wir sind hier in dieser bestimmten Zone. Und haben den Schlüssel. Oder haben wir den? Ja, doch, den haben wir bekommen. Macht gar nichts, scheinbar. Tja, das ist schon ein bisschen traurig tatsächlich. Da können wir hoch und dann kommen wir rüber. Warum kommen wir hier nicht rüber? Oh, weil wir hier durch können. Lost. Komplett lost. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel für die U-Bahn. Wurde gesagt, dass die alle die U-Bahn zum Laufen bringen haben wollen. Ist genau das jetzt meine Objection? U-Bahn anschalten? Aber das scheint nicht so zu funktionieren. Außer ich übersehe irgendwas. Wir haben diese Atombatterie. Was haben wir? Oh, wir können hier runter. Heißt das, wir können auch über die Schienen escapen, weil das hier vorne kein Tor gibt. Yeah, that was the point, as he noticed the doors closed. Ja gut. Hab ich gesagt? Nein, hab ich nicht. Das ist alles Fake News. Ich würde sagen, ich steppe mal wieder nach hier unten. Also was heißt wieder nach unten? Wir kamen ja von hier. Ich steppe zurück. Zaster, kann ich was machen? Hier brauchen wir die Batterie. Let's go. Damit lässt sich scheinbar die U-Bahn wieder besetzen. Oh, falls man den Weg nicht zurückfindet, Guys. Das Kabel ist auf professionellste Art und Weise beleuchtet. Das freut mich. Oh, apropos beleuchtete Kabel. Wir bekommen bald neue Lüfter. Oh, das sieht dann geisteskrank aus. Oh, da freue ich mich schon. Die bestelle ich mir ab Black Friday natürlich. Und da wird dann halt geguckt. So. Müssen wir hierhin was machen? Scheinbar nicht. U-Bahn benutzen.